So, hallo ihr Lieben. Hi Nathanael, für dich geht's Hallo. gut? Hallo. Wir haben uns gedacht, wir machen kurz einen Recap. Wir sind ja durch einige Fragen oder Feedbacks hereingekommen zu unserem Sunday Nightlife vom Sonntag. Und dazu haben wir Nathanael als Gast hier. Und wir wollen einfach kurz, Nathanael, einfach die Rückmeldungen, was so zum Format hereingekommen sind, einfach mal Revue passieren lassen. Und du einfach mal einen Einblick gibst, was da reingekommen ist an Feedback. Ja, wir haben extrem viele Rückmeldungen. Ich glaube, so viele wie noch nie zu irgendwas bekommen, was total schön ist. Ja. Und die waren auch extrem weit auseinander, so von dem, was inhaltlich kam. Also war wirklich viele, die extrem begeistert waren. Also ich hab mal ein paar hier, wo ich einfach mal vorlese, was Leute geschrieben haben. Hey, top produziert, ich habe es übelst gefeiert. So witzig, gut gemacht, stark wie die einzelnen Elemente ineinander flossen, sich ergänzten. Jemand anders schreibt, toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt, danke für alle Mühe. Jemand anders schreibt, kann mir gut vorstellen, dass es neue Leute erreicht. Cool, auch in der Zeit was zu haben, was ein bisschen auflockert. Jemand anders schreibt, gratuliere zur Supershow, danke für euren Mut, auch Humor einfließen zu lassen. Es kam wirklich sehr viel Positives und was mich auch extrem persönlich einfach gefreut hat, ich hatte auch als einem VIP, einem nichtchristlichen Bekannten von mir geschickt und der hat wirklich zurückgemeldet, dass ihn auch voll angesprochen hat und ihm gut gefallen hat. Und das fand ich sehr gut. Und gleichzeitig gab es natürlich auch Feedbacks, wo Leute gar nichts damit anfangen konnten. Die waren nicht so viele wie die positiven, aber schon auch, wo Leute gesagt haben, hey, irgendwie das passt für mich gar nicht zusammen und die einige kritische Rückmeldungen und auch Rückfragen gestellt haben und einfach ihre Schwierigkeiten hatten mit dem Format. Und ich nehme alle diese Rückmeldungen ernst und möchte wirklich an der Stelle auch Danke sagen an jeden, der eine geschickt hat, weil wir haben ja gesagt, es ist ein Versuch, wir testen das mal, wir kennen kein Vorbild dafür und deswegen hilft uns jede Rückmeldung auch zu verstehen, ne, was es in dir auslöst, was es bewegt, was dir auch wichtig ist und die Bedürfnisse nehmen wir ernst und deswegen vielen Dank für deine Rückmeldung, zumindest wenn sie positiv, konstruktiv geschrieben war und vielen Dank wirklich dafür. Daniel, was waren so der Beweggrund oder das Herzensanliegen dahinter, ein neues Format ins Leben zu rufen? Ja, also grundsätzlich ist ja der Beweggrund und das Herzensanliegen bei allem, was wir als Kirche tun und auch hoffentlich als einzelne Menschen in unserem Leben tun, dass wir Gott damit Ehre machen wollen und dass wir Menschen mit ihm bekannt machen wollen durch alles, was wir tun. Und einer unserer Herzschläge als ICF ist ja das, oder einer unserer Kernwerte ist es, dass wir sagen, wir sind relevant. Ja, das heißt, wir sind am Puls der Zeit, wir suchen immer wieder Wege und Antworten auf die Fragen unserer Zeit, die Menschen bewegen, nicht nur uns bewegen, sondern in unserem Umfeld. Also, dass wir wirklich schauen, wie können wir Menschen eine Antwort geben auf das, was sie in ihrem Leben gerade bewegt und wie muss Kirche sein, damit sie relevant ins Leben von Leuten reinsprechen kann. Und das werden wir als ICF immer tun. Deswegen werden wir auch immer wieder Dinge verändern, Neues wagen, auch mal Sachen ausprobieren, wo man vielleicht hinterher sagt, stellen wir wieder ein, weil es halt nicht funktioniert. Aber wir machen lieber mal einen Fehler, als den größten Fehler zu machen, nicht zu wagen. Und darum ging es bei Sunday Night Live, zu sagen, okay, wir möchten ein Format ausprobieren, was Leute abholt, die in der bisherigen Form von Kirche, auch Online-Kirche, halt noch nicht angesprochen werden. Und die einfach zu Hause sitzen und sich jede Menge Unterhaltungsformate reinziehen, aber mit wenig sinnvollen Inhalten. Und dann haben wir überlegt, wie können wir so ein Format kombinieren, das, was sie in ihrer Lebenswelt, sozusagen in ihrem Alltag, was sie schätzen, mit dem kombinieren, aber mit guten Inhalten füllen. Als Paulus in Athen war, hat er auch angeknüpft an der Lebenswelt der Athener, hat angeknüpft an einer Statue für einen fremden Gott, für einen unbekannten Gott und hat das aufgenommen und ihn dadurch Jesus gebracht. Und genau das ist das Herzensanliegen bei so einem Format. Da stimme ich mit ein. Ich glaube, das ist ein super Ansatz, einfach um neue Leute auf dieser ganzen Online-Welt einfach wieder zu catchen und vielleicht neue Leute hinzuzugewinnen. Es ist Saturday Night Live, wie man so schön sagt, oder Sunday Night Live, wie es wir nennen, sehr, sehr humorlastig, sehr, sehr, sehr weltlich, humorbezogen. Ja. Und dann der Spagat Kirche, ernstes Thema. Wie passt Kirche und Humor, wie passt das zusammen?
Ja, das ist tatsächlich eine wirklich spannende Frage. Und ich habe auch gemerkt, die hat dem einen oder anderen auch Schwierigkeiten bereitet, bei denen die kritisch zurückgemeldet haben. Also für mich passt es erstmal grundsätzlich sehr gut zusammen, weil ich glaube, dass Gott ein Gott der Freude ist. Ich glaube, dass Gott wirklich das Leben ja als Leben in Erfüllung geschaffen hat, auch wenn wir es in dieser Welt noch nicht voll erleben können. Gott hat Lachen erfunden, er hat uns mit Lachen geschaffen, er hat uns mit der Idee für Humor geschaffen. Und wenn ich mir die Schöpfung manchmal anschaue, dann stelle ich fest, Gott muss selbst auch Humor haben. Ne? Und von daher denke ich, muss Leben und Kirche und christliches Leben nicht immer nur stockernst sein, sondern darf und soll auch lustig sein. Also ich habe in der Vergangenheit mal einen Spruch gehört und der prägt mich ein bisschen bis heute, also jetzt nicht als oberstes theologisches Ding, aber Church needs to be enjoyed, not just endured auf Englisch. Und das heißt, so viel wie man Kirche muss auch Spaß machen, Kirche muss man auch genießen können und nicht nur irgendwie ertragen. Und das finde ich... Definitiv, ja, gerecht, ja. Genau. Aber in dem ganzen Spaß und Humor fehlt ja nichts... Gott vielleicht im Zentrum oder ist einfach Tiefe zu erreichen vielleicht nicht ganz so einfach? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage und ich merke, die ist gerade in den Köpfen, ich glaube, da liegt tatsächlich das größte Problem in unseren Köpfen, oft ein Widerspruch. Und wo wir vielleicht gechallenged und herausgefordert sind, ein bisschen unser Denken auch zu verändern. Die Frage ist ja, was ist geistliche Tiefe oder was ist geistlich überhaupt? Und wenn ich im Gespräch mit Leuten bin, dann stelle ich oft fest, dass es im Denken von vielen oft noch gebunden ist an äußere Formen. Ne? Also wenn wir dies und jenes tun, dann ist das was Geistliches und was anderes ist was Ungeistliches. Ich glaube, dass unser ganzes Leben kann komplett geistlich sein oder auch komplett ungeistlich, sehr, sehr unabhängig von der Form. Weil für mich hat geistig vor allem was mit dem Herz dahinter zu tun, mit der Einstellung, mit warum ich was mache. Also, und nicht so sehr mit der äußeren Form. Das heißt, ich kann äußerlich, in Anführungszeichen, weltliche Dinge tun, wenn ich sie bewusst mache mit und für Gott und versuche, sein Herz da reinzubringen und sein Herz drin zu spüren, dann kann es sehr geistlich sein. Und ich kann umgekehrt, kann ich sehr geistlich wirkende Dinge wie beten und Worship und was weiß ich tun. Aber es kann komplett leer und religiös sein, wenn ich es nicht mit dem richtigen Herzen dahinter mache. Ja. Und deswegen wirklich, ich glaube, geistlich ist mehr geprägt von der Einstellung, dem Herz und dem Ansatz dahinter, als von der äußeren Form. Und deswegen gerade auch so Formate, glaube ich, können wirklich auch ein geistliches Format werden. Natürlich, wenn ich jetzt nur Jux und Dollerei mache, dann wird das schwierig, das rüberzubringen. Das nehme ich natürlich ernst. Aber ich glaube, wir müssen in allem, was wir tun, Gott im Zentrum haben. Und dann kann es sehr geistlich werden. Und dann vielleicht die Älteren unter uns, ich bin da zwar auch schon langsam aufgewachsen, aber in den 80er Jahren gab es in der Kirchenlandschaft so große Diskussionen, gehören E-Gitarren und Schlagzeug in Kirchen? Und es war ein Riesenaufschrei und es war alles ungeistlich und es war vom Teufel und das war, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch dran. Wäre heutzutage vollkommen normal, weil wir das eben kapiert haben, dass es nicht geistlichere oder ungeistlichere, tiefere oder nicht tiefere Instrumente zum Beispiel gibt, sondern dass ich jedes Instrument zur Ehre Gottes nutzen kann. Ich glaube, ich kann jedes übertragen Instrument in unserem Leben auch nutzen zur Ehre Gottes und um Leute für ihn zu erreichen und sein Reich zu bauen. Definitiv. Und ich glaube, mittlerweile wird Schlagzeug und E-Gitarre einfach in Kirchen abgehen, wenn sie nicht da wären. Und dann ganz genau, ja. Wenn sie sich vorne sitzen würden und Gott loben. Und ich denke mal, Gott hat ja diese Instrumente auch erschaffen lassen von Menschen, damit ihm Ehre zuteil wird. Und da stimme ich voll mit dir ein. Und kurze Ergänzung, ich denke mal, Kirche ist da, wo wir sind. In guten, in schlechten Momenten, ob wir lachen oder weinen. Und ich denke mal, Humor kann da einfach auch teilbar sein, um auch Gott da zu erleben. Ja. Das Gute zu erleben. Und da stimme ich voll mit ein. Aber ich glaube, da gibt es immer so einen schmalen Grat. Sind Witze jetzt in der Situation, ist generell überall eine Art Krise, die irgendwie in der Welt gerade rumschwirrt. Aber ist es nicht geschmacklos, Witze in dieser Situation zu machen und gleichzeitig Menschen einfach leiden und mit der Situation kämpfen? Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die ich auch total verstehe und wo ich dir vollkommen recht gebe, dass das eine sehr feine Balance ist, die man da versuchen muss zu wahren. Und wenn wir mit dem
Leiden von Menschen Witze machen würden, dann wäre ich, dann bin ich voll dabei zu sagen, hey, das ist nicht gut. Ne, das ist lieblos, sondern im Gegenteil, ich glaube, wir müssen das Leiden und die Nöte und die Fragen der Menschen extrem ernst nehmen und auch verantwortungsvoll mit der ganzen Situation umgehen. Und das, ich meine mich zu erinnern, dass ich das auch zweimal am Sonntag betont habe, dass wir trotz allem Spaß, den wir jetzt zwar gerade machen, aber die Situation auch ernst nehmen wollen. Und wir versuchen, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen, aber wir haben versuchen, genau diese Nöte der Menschen auch aufzugreifen. Also wir haben eine Church-Online-Rubrik auf der Website, wo wir genau auf Bedürfnisse, Nöte, Lebenssituationen eingehen. Wir starten einen Alpha-Kurs, wo Menschen diese Fragen stellen können. Wir haben immer wieder ermutigt in den vergangenen Wochen, dass wir wirklich Licht für unser Umfeld sind, dass wir da Hoffnung reinbringen, dass wir da unseren Glauben positiv als Ermutigung reinbringen, dass wir praktisch helfen. Wir beten für Menschen 40 für 4. Wir haben Hours of Prayer. Also wir haben viele Sachen, wo wir sagen, wir nehmen das sehr, sehr ernst und tun wirklich das, was wir auch können, aus unserem Glauben heraus, um gut auf die Situation zu reagieren. Und von daher, ich glaube, wir nehmen es ernst und das ist auf jeden Fall der Ansatz. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir, zumindest aus meiner Wahrnehmung, mit dem Leiden der Menschen Witze gemacht haben, weil das wäre tatsächlich nicht gut, sondern was wir versucht haben, ist einen humorvollen Blick auf einige Veränderungen von unserem täglichen Leben zu werfen, die sich einfach so ergeben haben. Also die Situation ist anders jetzt, jeder erlebt es, viele Dinge im Alltag haben sich geändert und die Welt steht plötzlich Kopf. Und dadurch entstehen kreative, lustige Momente, Dinge, Ansätze, die Leute probieren. Und ich glaube, darüber darf man absolut auch mal lachen. Und ich persönlich finde es sogar wichtig, dass man darüber auch lacht und gerade in den Medien ist alles so ernst und es kann schneller drückend werden. Und ich glaube, da ist wichtig, sich in so einer Situation auch das Schmunzeln, mal einen humorvollen Blick drauf zu bewahren und auch eine gewisse Leichtigkeit wieder reinzubringen und trotzdem alles ernst zu nehmen. Also den Umgang mit der Situation und auch das Leid der Menschen ernst zu nehmen. Ja, verstehe. Stimme ja voll mit ein. Ich glaube, es ist so wichtig, einfach um nicht immer nur negative Sachen rauszuhauen. Das wäre natürlich in der Kirche falsch. Das heißt nicht, wenn man beschäftigt sich nicht mit diesen Dingen, sondern man muss sie ernst nehmen, aber gleichzeitig muss man auch Wege finden, um wirklich wieder Freude und Leben in die Situation hineinzusprechen. Ich glaube, das ist durch Humor sicher eine Art und Weise, wie man da entgegenwirken kann. Und jetzt ist da so viel Feedback reingekommen von vielen verschiedenen Leuten. Was sind jetzt die Quintessenz daraus? Wie geht man mit diesem Format weiter um? Ja, das ist eine gute Frage, deswegen wirklich danke für alles Feedback, weil es hat uns einfach nochmal geholfen, die verschiedenen Bedürfnisse nochmal bewusst wahrzunehmen und verstehen. Wir haben wirklich gesehen, es braucht diesen Rahmen des, ich sag mal, normalen Celebration Settings. Der ist wichtig, der ist prächtig, den brauche ich persönlich auch. Ne? Also wirklich wir worshipen, eine Message hören, wo so dieses, was wir eher als Anführungszeichen geistlicher betrachten würden, wo das einfach diesen Rahmen hat und wo da auch wirklich der Hauptfokus drauf liegt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es eben, und das haben wir auch durch so viele positive Feedbacks gesehen und auch Ermutigungen, hey, mach das unbedingt weiter, das ist genau das, das ist innovativ, das all diese Ermutigungen, wo wir gemerkt haben, hey, es hat genau Leute angesprochen, die sonst von dem bisherigen Rahmen vielleicht noch nicht angesprochen werden und was Leuten auch ein Tool gibt, das mit ihren Freunden zu teilen. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass beides einen Platz hat. Aber wir haben gemerkt, dieser Bogen, den wir am Sonntag versucht haben zusammenbringen, der war vielleicht etwas zu groß. Und der hat Leute sozusagen, das hat einfach überfordert vielleicht, jetzt diese beiden Ansätze zusammenzubringen und wurde beiden auch vielleicht nicht ganz gerecht. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir quasi wie zwei verschiedene Formate draus machen werden. Dass wir sagen, hey, wir lassen den Sonntagabend wirklich mit Fokus Church Online, so wie wir es auch die Wochen davor hatten, wo Worship ist, wo Message ist, wo ein lokaler Teil davor ist mit einem kurzen Heartbeat, mit kurzen lokalen Testimonies, mit Dingen, die uns in Salzburg und Linz bewegen. Und das ist wirklich Church Online der Sonntagabend. Und dann diesen neuen Ansatz mit dem Versuch, Late Night mit guten Inhalten zu füllen, den werden wir als ein separates Format an einen anderen Tag und vielleicht auch ein bisschen später bringen, dass Leute es auch online nachschauen können. Und dann gibt es Leute, die finden das total geil und nutzen das, werden davon von Gott angesprochen und teilen es vielleicht mit ihren Freunden. Und andere sagen, ist überhaupt nicht mein Fall. Die brauchen sich das auch nicht anschauen. Aber ich hoffe, sie verstehen den Heartbeat dahinter. Ich hoffe, sie können es trotzdem innerlich mittragen und einfach dafür beten, dass auch wenn es nicht ihr persönlicher Geschmack ist, Gott dadurch Leute erreicht. Und dadurch, dass wir das versuchen, jetzt
einfach zeitlich auch zu trennen und formatmäßig wieder ein bisschen zu trennen, glaube ich, dass es ein klareres Profil gibt. Was erwartet mich wo? Und Leute sich einfach im einen oder in anderen oder in beiden wiederfinden können. Und der Herzschlag in beiden, der bleibt ja eh gleich, nämlich dass Gott Menschen begegnet, egal in welchem Format, und wir ihm ähnlicher werden dadurch. Sehr gut. Finde ich, kann ich mit einstimmen. Ist wirklich gut, wenn der Sonntag ist, Celebration Time, Worship, und wenn man wirklich dieses Format einfach wirklich nutzt, um neue Leute anzusprechen. Und Shorthand für die Grafiker und für die für Etienne, der das Video gemacht hat, also wirklich am größten Zeit, wie ich finde, und das kann sich sehen lassen, der ganze visuelle Auftritt. Und ich finde, das darf man nicht verwerfen, sondern soll man was Gutes daraus machen. Das ist ja sehr, sehr gut, guter Ansatz. Aber wie schaut jetzt der nächste Sonntag? Der Sonntag ist ja Ostern. Wie schaut der jetzt konkret aus? Ich glaube, Ostern muss man Karfreitag vielleicht auch noch mitnehmen. Wie schaut da das Ganze diesen Sonntag aus? Ja, also wir haben uns wirklich ein super Programm für das ganze Osterwochenende, weil es einst, wenn nicht das zentrale Wochenende in unserem Glauben, und das wollen wir natürlich entsprechend feiern. Deswegen, wir haben wirklich für Karfreitag was Wunderbares. Wir starten am Donnerstagabend um 21 Uhr quasi mit dem letzten Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, und werden dann 24 Stunden bis Freitagabend einen Zoom-Gebetsraum offen haben, wo einfach jede Stunde möglichst im Zeitablauf des Originalgeschehens an Karfreitag wirklich gebetet wird, in unterschiedlichen Schwerpunkten, feiern Abendmahl, manchmal wird geworshipped, und jeder kann sich einfach dazuschalten. Also der Plan ist auf der Website, Leute können schauen, wann passiert was, ich kann mich dazuschalten, kann wieder rausgehen, kann mitbeten und kann dieses Karfreitagsgeschehen live, also fast wie ein bisschen inhaltlich miterleben, nachempfinden. Wir schalten auch Dinge, kreative Elemente von Zürich immer live dazu. Also ich glaube, es wird wirklich ein ganz, ganz intensiver, besonderer Tag werden. Und ich lade wirklich jeden ein, auch seinen Alltag vielleicht zu schauen, wie kann ich planen. Manche müssen am Freitag noch arbeiten, aber wie kann ich planen, wo will ich dabei sein, und mir das auch von meinem Tagesplan einzuplanen. Und dann Sonntagabend ist wirklich die Oster-Online-Celebration mit, wie gesagt, ganz kurzen lokalen Teil einfach von uns davor, jetzt ohne das Late-Night-Setting sozusagen, und dann eintauchen in eine sehr kreative Oster-Celebration auch von Zürich. Genau, die kombiniert einfach mit dem Lokalen, und ich glaube, auch super geeignet, um Freunde einzuladen, vielleicht gerade auf der Sonntag, um die Bedeutung von Ostern klarzumachen. Und wir haben auch, wir stellen auch Grafiken, kannst du auf der Website zur Verfügung stellen oder auch im Telegram-Channel, wo wir Grafiken zur Verfügung stellen, wo Leute einfach hingehen können und sagen, hier, ich schicke das jetzt per WhatsApp an Freunde und sage, hey, erleb doch einfach mal einen Ostergottesdienst mal in einer frischen Art und Weise mit. Und komplett neu. Hat es auch nicht gegeben, dass wir über online Ostern feiern. Premiere. Und ich glaube, Premieren sind meistens sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass Gott genauso wirken kann in dieser ganzen Online-Celebration-Zeit, auch weil Kirche, wie gesagt, nicht an einem Ort festzumachen ist, sondern Kirche ist, wo du bist. Ja, und total. Das wollen wir gemeinsam feiern. Und ich glaube, auch Karfreitag wird mega gut. Ich mache die Werbung für meinen Slot, 8 Uhr bis 9 Uhr am Freitag in der Früh. Schaut ein, wir beten, und Gebet verändert. Und Daniel? Absolut. Und auch ganz kurz Ergänzung einfach vielleicht dazu. Die Nachtstunden. Wir haben das in Freiburg mal live, halt ohne Zoom gemacht, aber die Nachtstunden habe ich so intensive Begegnungen mit Gott gehabt. Hey, ich lade dich wieder ein, dabei zu sein. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Sehr gut, kein Problem. Also Nachtstunden sind auch gut, weil ich auch mal reinklicken, wenn ich nicht schlafen kann. Ich hoffe, ich schlafe zwar gut, aber ich glaube, das muss ich mir geben, wenn du sagst, hey, Nachtstunden sind super. Und Gott ist auch in der Nacht präsent. Ja. Sehr gut. Nathanael, vielen Dank für deine Zeit und für das ehrliche Eingehen auf die Fragen. Ich glaube, es sind alle Fragen und da wirklich das Herz dahinter beantwortet worden. Und ich glaube, wenn man es auf zwei Formate treibt, dann glaube ich, ist es sehr, sehr gut, weil der eine kann sich da was rausnehmen, kann VIPs einladen, und der Sonntag ist unser Celebration Time, wo wir wirklich Gott in der Tiefe erleben dürfen. Und ich glaube, das ist eine coole Geschichte, und wir freuen uns auf Ostern, auf Karfreitag, und ich hoffe, wir sehen dich irgendwo in einem Zoom-Meeting und können gemeinsam beten, Gott anfeuern, und sehen uns an Ostern zur Celebration. Yes. Bis bald. Ciao, Daniel. Ciao, danke, Christoph. Thank you.